Große, sperrige Geländewagen scheinen auszusterben. Der Trend geht zu sportlichen, aber dennoch sparsamen SUVs. So einer ist auch der neue Range Rover Evoque. Und der Evoque ist ein großer Schritt für den britischen Hersteller Land Rover. Er ist nicht nur der kleinste, leichteste und sparsamste der Marke, sondern legt auch noch ein ganz neues und für Range Rover untypisches Design an den Tag. Die Formen dieses neuen Strange Rover kommen nicht von ungefähr. Land Rover hat sich beim Evoque optisch eng an seine SUV-Studie Range Rover LRX gehalten. Deutlich erkennbar ist dies an den sportlichen und abgeflachten Formen des Evoque. Ein mutiger Schritt für die Briten, war Land Rover doch sonst immer für klare Linien und übersichtlich große Fenster bekannt. Den Evoque gibt es als Coupé und als Viertürer-Version. Und ein Blickfang ist der Evoque. Als besonderes Designmerkmal setzt sich die Linie des Scheinwerfers hinter dem weit ausgestellten Rathaus fort. Trotz der eigenen Designmerkmale besitzt der Evoque die klassische Range Rover Front. Als Motoren stehen ein Benzin- und drei Diesel-Vierzylinder zur Wahl. Doch das wirklich Spektakuläre am Evoque ist der Preis. Der beginnt für einen klassischen Range Rover in Deutschland bei knapp 90.000 Euro. Den Evoque gibt es schon für gut ein Drittel, nämlich ab 33.100 Euro. Allerdings, wem die Basisausstattung zu wenig ist, wer also das gewisse Etwas braucht, muss auch das gewisse Etwas mehr zahlen. Und da merkt der Käufer dann schnell, dass er bei der Edelmarke Range Rover ist. Der von uns gefahrene Evoque mit dem stärksten Dieselmotor leistet 140 kW und schafft den Sprint auf 100 km/h in 8,5 Sekunden. Dabei verbraucht er kombiniert nur 6,5 Liter. Der Grundpreis für unser Fahrzeug liegt bei knapp 47.000 Euro. Mit den zahlreichen vorgestellten Extras wie der Automatikschaltung mit Drehknopf, dem Kamerasystem und dem Technikpaket kommen wir am Ende auf knapp 60.000 Euro. Und das ist dann doch ein stolzer Preis.